Hey Leute, was gibt's schon? Dann herzlich willkommen zu weiterem Buy First Guy und das mit maximaler Price Range. Ihr wisst, das letzte Buy First Guy ist komplett eskaliert. Die Teams waren crazy, das Ergebnis war crazy und die Discards waren auch absolut verrückt. Mal gucken, wie es heute ausgeht. Der Gegner ist Wakes. Peace, Freunde, ich bin auch dabei. Wir werden heute die besten der besten Spieler im Team haben. Das garantiere ich euch, weil die Price Range, wie Danny schon gesagt hat, ist. Ja, wir machen nämlich wieder bei jedem Spieler 400.000 Coins. Ihr habt ja schon gesehen, da kommen nur die krassesten. Die Teams sind Endlevel. Und wir suchen auch noch einen Captain für 4 Millionen, dass wir garantiert einen der besten 5 Spieler auch mit im Team haben. Wahrscheinlich sind es am Ende sogar noch mehr. Also lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Man hat richtig Bock, jetzt zum Ende von FIFA nochmal mit den besten Teams überhaupt zu spielen. Abonniert auch gerne beide Kanäle und dann gehen wir auch direkt rein. So, ich habe mal eine Formation, die habe ich, glaube ich, selten bei First Guys benutzt. Die hat aber viele von diesen Spots hier und da gehe ich auch direkt in die Suche rein. Yes, Sir! Ich bin auch cool auf meiner Seite. Okay, ja, ich könnte aber theoretisch auch direkt gebrochen werden. Also, alles der Bruch. Hier. Der Bruch kann heute früh kommen, oder was? Ja, ja. Letztes Mal war kein einziger Bruch dabei. Jetzt könnte der erste Spieler brechen. Mag ich nicht, will ich nicht. Erzähl mal direkt. Und damit hoffe ich, dass ich dich direkt breche und gebe dir die Nummer 5. Ja, ja, ja. Ey, ich dachte, du sagst die 7. Du sagst so gerne mal die 7, wenn es wichtig wird. Ja, jetzt ja. Bist du gebrochen. Und die Nummer 5 ist einfach die beste Karte auf der Seite der 99. Der geilste Spieler, keine Ahnung, der bestimmt auch noch 5 Millionen kosten zu den geilsten Spielern gehört. So ein Glück, fast ein Spieler bekommen, der 10k kostet. Ja, Mann! Okay, Start gefällt mir jetzt schon mal direkt. Solche Videos liebe ich doch. Ich gebe dir die 9. Oh, und damit kann ich arbeiten. Der erste Spieler hat bei mir, was, Danny? Richtig. 99er Bewertung. Und wenn ich in meinen Verein schaue, glaube ich, dass ich ihn sogar habe. Ja, und er ist im Team. Okay, ja, wir haben beide den Spieler anscheinend gehabt, weil wir beide Spieler im Verein, viele Spieler im Verein haben erst recht, die ganz geilen, ganz teuren, deswegen, ja, die Spieler sind schon mal drin. Freunde, die erste 99er-Karte ist im Team, ich will direkt die zweite 99er-Karte haben, deswegen gehe ich auf diese Position und hoffe, dass da eine angezeigt wird. 400.000, ich bin auf dem Transfermarkt. Ich bin auch drauf, ich bin sehr gierig scheinbar, was die Positionsauswahl angeht. Hä, wie sieht die Seite denn jetzt auf einmal aus? Okay, ich drop einfach direkt für dich die 4. 1, 2, 3, 4. Es ist keine 99er-Karte, aber trotzdem ein Banger. Ein Banger, der auch teuer ist und den ich mir zulegen werde, weil ich ihn nicht im Verein habe. Wobei, habe ich vielleicht seine 99er-Karte? Nein, ich habe sie gar nicht. Nein, okay, ich muss mir die Version holen. Du kriegst von mir die 10. Habe ich schon. Hast du schon im Verein? Im ja, Team? Ja, ich habe zweimal dieselbe Position direkt hier zum Start gesucht. Okay, dann, Bro, die 9? Okay, warte, ich muss dich einmal aufklären. Ey, ich habe ja 10 Spieler auf der Seite, 9 mal ist der Spieler, den ich schon habe. Soll ich jetzt den anderen Spieler nehmen, der hier ist, oder soll ich auf eine andere Seite gehen? Wie du willst. Geh auf eine andere Seite, Seite 2. Ah, du Frechdach. Seite 2? Ja. Okay, jetzt ist ein bisschen, also auch 5 mal der, den ich schon habe. Aber die anderen sind wenigstens ein bisschen gemixter. Ja, mal gucken. Okay, dann gibt's die 1. Hab ich. Die 2. Nee, den hab ich noch nicht. Das wäre aber auch der eine gewesen auf der Seite. Man hätte mit schenken können. Jo, man hätte sich einfach sparen können. Easy, aber geile Karte. Hol ich. Hab ich glaube ich nicht. Geil. Boah, ich bin weiterhin gierig. Soll ich hier jetzt direkt mal suchen? Ja, ich glaube, das wird's. Coole Position, cooler Spot, coole Price Range und sehr geile Karten auf der Seite. Ist doch klar. Und ich gehe auf den Markt, denn ich habe gerade 4 Millionen Coins eingegeben und damit suche ich mein El Capitano. Es sind für deine Info nur 5 Spieler auf der Seite, weil es nicht mehr so viele Spieler gibt, die 4 Millionen plus wert sind. Ich bin gespannt. Was hast du denn gesucht? Warte mal. In Verteidiger gibt's Lucio und Van Dijk. Sturm gibt's Mbappé, CR7 und Co. Rechte Flügel gibt's Salah. Das war's eigentlich schon. Wo kommen denn nur 5? Kein Plan. Ja. Ich bin verwirrt, was du gesucht hast, was du getan hast. Irgendeine Idee hattest du auf jeden Fall. Ich gebe dir die 4. 1, 2, 3, 4. Und der Mann kann einiges. Einiges. Mit dem bin ich zufrieden. Ich wäre aber auch mit dem anderen zufrieden gewesen. Aber der Mann hat eine 99er Bewertung, der andere nur eine 98er. Und ich kriege den 99er. Das passt für mich. Den füge ich auch ein. Damit habe ich den nächsten Spieler und die nächste 99er-Karte. Wer weiß, kannst du dir am Ende in Ruhe angucken. Ja, ich guck mir das im Team auf jeden Fall an, was da bei deinem Captain abging. Aber ich kann auch Spieler kriegen, die auf Captain-Niveau sind. Das hängt von dir ab. Okay. Puh. Du kriegst auch die 5. Ne, die 4 hast du mir gegeben. Die 4 kriegst du auch. Nein, du! Oh, warum die 4? Du hast 5 gesagt. Ey, eigentlich zählt das, oder?
Nein, du kriegst die 4. Ey, er ist auch krass. Er ist nicht so viel wert. Ich hätte die 5 upgraden können zu einer 99er Karte, die 7 Millionen kostet, Mann. Du hast mich richtig auseinandergebracht. Ich hab dir Hoffnung gemacht und dich dann hochgenommen, oder was? Komplett leider. Ich war schon wieder am Torjubel machen und jetzt ist doch was anderes. Und der passt gar nicht zu mir so vom Stil her, aber egal. Ich werde schon mit dem Tag kommen. Perfekto. Hätte ich später vielleicht gesucht. Ich war zu schnell zu gierig. Wäre da vielleicht wär's anders gelaufen da, aber... Ist ja auch echt nicht schlecht, was ich bekommen habe. So, ich bin in der nächsten Suche drin, die sehr wild aussieht. Coinschieben ist wieder am Start, auch unter anderem anscheinend. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du kriegst von mir die 6. Hä, warum hast du so komisch mitgezählt? Okay, die 6 ist geil, habe ich auch im Verein auf jeden. Hol ich mit. Ein Kartentyp setzt sich bei mir sehr durch bisher. Ich gebe dir die Hälfte davon, die 3. Und bei mir waren 10 99er Karten auf der Seite. Es ist so verrückt, was für Spieler hier kommen. Und die 3 habe ich, glaube ich, nicht mal im Verein. Ich schaue mal nach. Die muss ich mir, glaube ich, kaufen. Ist aber auch Top-Spieler. Ein Top-Spieler. Hole ich mir. Freunde, ich habe 4 Spieler im Team. Davon haben 3 eine 99er-Bewertung. Ist das krass oder ist das krass? Ich feiere das. Ich feiere das richtig. Ich habe Plan für die nächste Position, nämlich ich gehe auf die Keeper-Position. Wir machen es so, wenn bei der Price-Range kein Spieler aufploppt, was bei ein, zwei Positionen passieren kann, unter anderem beim Keeper. Da kommt, glaube ich, sogar bei 300 nichts, bei 200 nichts, bla bla. Da kann man sich einen Spieler nach Wahl reinstellen, der einfach geil ist. Und weil sich ein Kartentyp ziemlich bisher durchsetzt in diesem Team, bleibe ich auch dabei, stell ihn rein. Momentan mein Liebling im Tor, zack. Ich bin auf meiner Seite. Du kannst mir noch eine Zahl geben. Ich habe jetzt nicht den Torhüter gesucht. So, ich nehme die ganze Zeit was von oben, ne? Die ganze Zeit was von oben, bleiben wir dabei. Die 5 diesmal sonst. Okay, das ist sehr, sehr, sehr interessant, weil ich da das Upgrade habe. Schmeckt. Okay. So, warte mal, du hattest Captain schon mitgenommen. Dann kann ich auch einfach auf den Captain gehen und dir das auch trocken sagen, weil du kannst ja... Mir jetzt nicht dazwischen grätschen, du kannst dir nichts tun. Oh mein Gott, ja, okay, jetzt werde ich belohnt, egal was du sagst, ist doch klar. Hast du Captain gesucht und nur krasse Karten da, oder was? Ja, klar. Es gibt bei dir aber 10 Spieler oder auch nur 5 oder so? Nee, 10 sogar, 10. Vielleicht habe ich sogar dieselbe Position 10. gesucht, aber wieso wären da bei dir nur 5? Ich bin wirklich verwirrt, was du gesucht hast vorhin, aber ja. Es gibt die 7. Es gibt die 7 für dich. Jetzt ist es soweit. Sagst du die 7 für CR7? Die 7 für CR7 und da ist auch CR7. Kann sein, wirst du sehen. Ist drin der Mann oder die Frau. Auf jeden Fall. Okay, was geht bei dir? Bisschen Sühn. Achso, Sühn hast du gesagt. Ich dachte, du feierst wegen deiner Seite, alles drum und dran. Ich bleib oben, ich gebe dir wieder. Das heute ist gut die Zahl, die 4. Wobei, ich krieg's die ganze Zeit 99. Wenn du jetzt wieder einen kriegst, muss ich mal loslassen bei 4. Es ist keine 99er, aber oben war eine 99er-Karte dabei. Es ist aber eine 98er-Karte. Und es sind immer dieselben Banger. Bah, Junge, das ist krass. Mein Team sieht toll aus, sag ich dir. So, ey, ich habe mir heute so eine Taktik ausgedacht. Das sieht alles sehr verrückt aus hier. Ich würde sagen, jetzt suche ich mal folgende Position. Und das ist die hier. Zack, zack, zack. Batz, ich bin auf dem Transfermarkt. Coole Spieler, sehr coole Spieler. Lol. Hä, okay, das ist crazy. Ich wollte eigentlich gerade die Price Range von dieser Position eingeben und euch sagen, mit der Price Range gibt es auf dieser Position auch niemanden. Deswegen kann ich einfach einen aus meinem Verein nehmen. Und Bots aus dem Nix hat einer mit der Price Range einen raufgestellt. Es gibt nur einen Spieler auf der Seite, den muss ich nehmen. Der ist auch nur einmal auf dem Markt. Das heißt, ich muss ihn auch für diesen Preis nehmen und meine Niere für ihn abgeben. Aber ja. Wie viel kostet der? 1,685 Millionen. Ob er ist abgelaufen! Er wollte das Spiel aus seinem Verein einspielen, er muss 1,6 Millionen blechen. Warte, er ist abgelaufen! Er ist abgelaufen. Hat den jemand gekauft? Den hat jemand anders gekauft! Ja, dann füge einen aus deinem Verein ein, wenn es da kein anderen gibt. Warte mal, ich muss gucken. Also ich kann euch das zeigen, dass den wirklich nicht mehr. Warte, welche Kartentyp waren das jetzt? Das war der hier. Jetzt ist er wieder auf 1,0! 1,0! Hat mal viel Spaß. Ja, ich kaufe ihn für 1,9. Das ist ja ein dicker Scam. Hätte ich einfach schneller reagiert und nicht noch gemütlich so geguckt, dass er letzte Woche war noch 800k wert. Das ist der einzige Spieler im Gefühl ganz FIFA, der am Steigen ist. Ich muss den für Maximalpreis kaufen. Stark, Bruder. So feiere ich das doch. Gut. Das, ja, aber was soll ich dazu sagen? Ja, dass ich den auch nicht im Verein habe, mega unlucky. It is what it is. Wahrscheinlich muss ich gleich ehrlich noch ein bisschen was verkaufen von meinem Kram für die letzten Positionen. Das mache ich mit Liebe. Ich gebe dir... Habe ich dir schon gegeben? Nee, gib mal. Wir bleiben oben, wie immer. Die... 4 mal wieder. Oben waren 2 99er-Karten dabei. Also du hättest mir gut und gerne auch gerade wieder eine 99er-Karte geben können, aber ich habe nur eine
98er bekommen. Das ist ja schlecht, das ist ja schlecht. So, Freunde, ich mache weiter auf der nächsten Position und ich gehe auf folgende Position. Ich gebe 400k ein, zack, und ihr seht, da kommt gar nichts. Was machen wir jetzt? Da kommt gar nichts. Okay, dann einfach, wie gesagt, ein Spieler, den du willst, freie Auswahl, steck rein in die Mannschaft, gönn dir. Das ist schon geil eigentlich sogar manchmal, wenn keiner kommt. Ich hätte es gerne auch eben gehabt, so beispielsweise bei RV. Ja. Irgendeinen aus meinem Verein aussuchen, ja. Das ist schon sehr geil. Ne? Also ich könnte ja auch eine 99er-Karte einfügen, aber ich sehe gerade zwei Spieler bei mir, haben nicht Full Chemie, deswegen ist, glaube ich, eine Icon schlauer. Der bringt auch, glaube ich, nichts. Ich glaube, ich gehe mit dem Bruder, weil dann seht ihr oben, ja, plus 4 Chemie. Ich mach's so. Okay. Ich mach's so. Okay, also und jetzt falls, kommt dein Spieler, oder was? Ja, falls auch bei Rechtsverteidiger warst, dann... Ja, man könnte 99er Frimpong reintun, der eigentlich rechter Außenverteidiger ist, der nicht kommen kann. Philipp Lahm, der ZDM ist und eigentlich eine SBC, der nicht kommen kann. Man kann... Sogar geil, glaube ich, manchmal, wenn nix. Ja, egal. Gib mir einfach mal eine Zahl. Mach einfach raus. Ich gebe dir ganz etwas von unten, du mir ganz etwas von oben. Soll ich mir was von oben geben oder bleibe ich bei unten? Ich bleibe bei unten. Und du kriegst die 8. Ja, das ist eine sehr interessante Karte. Habe ich, glaube ich, auch so noch nicht so viel gespielt. Kann auch, glaube ich. Ja, ganz okay. Doch, aber... Hä? Sie hat sogar Playstyle. Sie kann eigentlich die ganzen Tricks in der Version einfach nicht. Ja, ist drin in der Mannschaft. Drei Positionen sind nur noch offen. Ja, die nächsten Banger können gut und gerne jetzt um die Ecke kommen. Zack. Ist gesucht. Nur drei Spieler auf meiner Seite. Okay. Drei Spieler nur auf deiner Seite? Ja. Wie? Was hast du? Hast du Captain gesucht? Nee, Captain hattest du doch schon, oder? Nee, ich bin auch verwirrt, dass nur so wenige kommen, aber... Ja. Also 1, 2 oder 3. Ja, auf den. Dann gibst du mir die 2. Die 2, ja, ist clean. Hole ich gleich. Guter Staubsauger. Tue ich schon mal Stream Squad rein, während ich dir deine Zahl gebe. Und das wird die... Gehe ich auch mal nach unten jetzt. Die 6. Die 6. Die nächste 99er-Karte, Danny. Die nächste 99er-Karte. Und ich kann dir eins sagen, ich habe davon einige. Wow. Okay, Kauf wurde auf jeden Fall schon mal getätigt. Und das hier ist noch offen. Das ist immer geil. Das ist immer geil. Meistens. Das ist immer geil. Bei mir könnte gerade kapitänmäßig was kommen. Aber sowas von kapitänmäßig. Und das nicht nur einmal. Ich gebe dir als erstes deine Zahl, weil ich will die Spannung. Ich will dieses Kitzelgefühl noch länger in mir haben. Bist du ready? Ja. Du kriegst von mir die 6. 6 ist eine geile Karte, ja. Dann habe ich ein sehr cleanes Innenverteidiger-Duo. Das ist super. Das ist geil. Das ist das übliche Duo. Für die minimale Chance, dass wir die gleiche Seite gesucht haben, ich gebe dir die 2. Und ich habe einen Spieler bekommen, der ist krass. Der ist sehr krass. Habe ich den im Verein? Natürlich nicht, weil man sich diesen Spieler kaufen muss. Und den kaufe ich mir mit Liebe. Und damit habe ich... Oh, der bockt. So, Freunde, bei mir ist nur noch der Torwart übrig. Das heißt, da darf ich mir jetzt einen reinstellen. Denn einen Torhüter kann man ja nicht suchen bei 400k, da kommt nichts. Und da ich schon ein paar 99er-Karten habe, lehne ich mir jetzt zurück und gönne mir den Bruder, weil der immer sehr stark im Tor ist. 32 Chemie habe ich damit und mit Manager 33. Okay, du hast freie Auswahl, ich habe auch freie Auswahl. Bei mir kommt nur zweimal der Spieler, den ich schon im Team habe. Bro, warte mal, oh mein Gott, er kann ja ZDM. Boah, time to shine. Oder du wirst schwer Tore gegen mich hinbekommen, sage ich dir ehrlich. Geil, 99er Karte reingestellt, wo du gleich richtig dumm gucken wirst bei meinem Team, ehrlich. 98er Gesamtbewertung sogar das Team. Übertrieben teuer. Ich sag, hat safe einen Wert von knapp 20 Millionen und nur geile Spieler. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe auch eine 98er Teambewertung. Unsere Teams sind zu hart. Viel zu hart, Bro. Traumhaft, traumhaft. Okay, wir gehen ab in die Partie und gucken mal, was so geht. Der Moment der Wahrheit. Wen hast du Tor genommen? Schmeichel, okay. Boah, Ferdinand und Lucius, das übliche Du. Boah, und das restliche Team? Ach so. Ja. Sieht gut aus mit R9 und Co., ne? Ja, haut rein. Ich bin sehr gespannt. Wir haben bei dir aber auch mit Pele und CR7. Ja, deswegen. Wir haben geile Spiele, auch viele verschiedene. Feier ich. Mal gucken, was so geht. Batz. 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 Ey. Delikt. Das haben wir ja schon das letzte Mal gemerkt, dass diese 99er-Karten und so alle auf einmal von alleine verteidigen und angreifen und sich die Bälle erobern. Und genau das passiert hier auch wieder. Messi. Du bist immer der beste Messi, warum ist der so gut? Und er kann sogar von hier schießen. Ja, nee, wenn Torwart schon stellst du denn den Torwart hin? Ja, Bruder, ich hab gewartet auf deinen Finesse. Didier. Boah,
starke Skills hat er nur mit einem Stern-Skill gefühlt. Aber dafür habe ich andere Leute wie Pelé und alles drum und dran. Zack. Nochmal angetäuscht. Ich habe keinen Rückraum oder was? Was ist denn hier los? Nee. Messi. Und jetzt mit dem linken Fuß. Spiel ihn. Keiner denkt. Spiel ihn an. Nimm ihn an. Und mach Fallrückzieher. Oh mein Gott. Wenn er einen Fallrückzieher macht, kommt er, glaube ich, sogar besser als so. Egal. Zack. Zweiter Pfosten. Und köpf ihn rein. Nein. Tschech. Deswegen zähle ich auf Tschech. Guter Mann. Ja, auch gut rauskombiniert mal wieder. Keine Ahnung, was ihr gerade bei mir habt. Messi? Bruder, Tschech ist da. So ein bisschen straffen wäre nicht schlecht bei mir wahrscheinlich. Nee, so nicht. So, jetzt. Aus dem Nichts einfach einen geilen Konter. Ja, und abgehen. Rolfe. Und abgehen. Pille. Und angetäuscht nur der Player Lock. Oh, was? Okay, dein Keeper ist auch nicht schlecht. Pille! Mein Keeper ist auch da! Nein, Abseits. Abseits. Kein Abseits und Golasso. Wie war das, kein Abseits? Wer hat aufgehoben? Wer hat aufgehoben? Muss ich mitmachen. So. So. Boah, riecht krass. Schön. Bitte. Boah, ganz nein, ganz Lucio, der Gegner ist wieder am Ball. Sehr, sehr wichtig. Und so spielt man Konter. Oder Drogba, bitte. Oh, let's go. Der direkte Konter. Ey, Bruder, also das ist krass. Hinten Glück gehabt, dass Lucio reinkommt. War so ein krasser Spielzug von mir. Und dann einfach trocken. Ein Abwurf, ein Pass. Ja. Ja. Digga, Tschech, er ist zu gut. Ich kann ihn nicht besiegen. Ich komme nicht vorbei. Oh mein Gott. Ja, Traumpass. Ja, das ich habe ihn sogar dahin gemoved. Er steht am Pfosten und lässt ihn rein. Oh. Boah. Auf einmal hat er Fußfesseln an. Was passiert denn hier schon wieder? Sehr gut, weg damit. Mann, Digga, ich krieg den Ball nicht ins Tor. Es ist so lucky sogar, dass ich da den Ball wieder bekomme und er geht trotzdem nicht rein. Normalerweise bei solchen Situationen sind die dann drin, ne? Gut. Boah. Oh, ja, eklig. Digga. Ekliges Tor, aber mitgenommen. Oh mein Gott. Ich stand noch nie so oft in einem Spiel im Abseits. Den muss ich weggrätschen. Ja! Boah! Den habe ich noch ein Bier holen geschickt. Das war richtig. So, ich dachte schon, ich konnte gerade so ausrasten. Ne? Ich bin gerade so sauer. Du kannst es nicht vorstellen. Ich muss mich gerade so beherrschen. Ich schwöre alles. Schnell nach vorne. GG. GG! Ja, Freunde, 3 Picks bei meinem Team. Ich weiß selbst, hört auf zu lachen. Erzähl. Welche Formation hast du nochmal? 4-3-2-1 wieder, ne? 4-3-2-1. Soll ich nochmal drauf gehen? Funktioniert das nochmal? Eigentlich zumindest ein. Ah, dann bereue ich, dass ich nur einen genommen habe. Ach komm, ich gehe einfach durch das Team. Rechter Mittelstürmer. Mittlerer ZM und linker Innenverteidiger. Boah, eine chillige Linie. Mal gucken, was. Und damit hast du 2 99er Karten und eine 98er Karte getroffen. Klingt schon mal okay. Mittelstürmer Nummer 1, Petri, gekauft für 470k. Ja. Mittlerer ZM, Hernandez, gekauft für 270k. Und dritter Spieler war der linke IV und das ist 99er Beckham. Ja. Beckham, Petri, Hernandez. Beckham war nochmal solide. Ja, das ist eine stabile Auswahl an Spielern auf jeden Fall. Die können dann ab in die SBC und weg. Und Freunde, Beckhams Preis, ihr seht es hier, 1,7 Millionen. Der Mann ist so teuer. Also wieder mal über 2,5 Millionen hier discarded. Oh, da habe ich auch gar nicht gerechnet, dass der noch so teuer ist. Ui, ja, Digga. Ja, der ist krass, Bro. Ja, Beckham tat halt schon am meisten weh, aber die Kombi macht es am Ende aus. Die SBC ist fertig, ich gebe das Team ab. So, weg sind sie. GG, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, würde ich sagen, oder? GG, gerne nochmal mit dem Support eskalieren, wäre sehr fresh. Danke, dass ihr im Start wart, macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.